Servus, grüß dich und herzlich willkommen hier im Direwolf 20 Pack im Minecraft 1.10.2 mit mir, dem Wolpertinger 2000. Ups, es wird dunkel draußen. Immer fängt man an zu aufnehmen, es ist dunkel draußen. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was wir so machen. Und wir wollten ja jetzt in der Folge eine Baumfarm bauen und ich bin jetzt viele Nächte in der Folge, zwischen der letzten und dieser Folge, durch die Gegend laufen. Ich habe mir übrigens schon Creeper geholfen ausheben, zwei Stück, um genau zu sein. Lästiges Volk. Diese Monsterfarm ist nett, aber hier Enderperlenmäßig. Ich habe immer wieder geschaut, nicht der Bringer. Ne? Hexen kommen, wie man sieht, Skelette, Creeper, alles Mögliche. Aber keine Endermänner oder die droppen keine Perlen. Ich war in der Zwischenzeit, wie gesagt, ein paar Nächte immer wieder draußen und habe es geschafft, selber 8 Enderperlen hinzukriegen. Und ein Enderman war freundlich genug und hat mir seinen Kopf da gelassen. Auch ganz schön wenig von der Ausbeute her. Dann bin ich mit meiner Sichel noch unterwegs gewesen, habe unheimlich viel Gras abgeklopft und habe da tatsächlich noch eine Enderlilie gefunden. Das haben wir zwei, die so fröhlich vor sich hin wachsen. Von der habe ich auch ein, zwei Enderperlen schon geholt. Also Enderperlen ist anstrengend, wirklich, wirklich anstrengend. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen die Farm hier, also wir wollten ja hier eine Baumfarm bauen, machen wir auch, haben wir ja schon einiges vorbereitet. Und ich brauchte dann noch einen Autokrafter, ne? Das war's. So habe ich ihn hier, ach, den hat auch einer von den Endermännern bei mir gelassen. Genau, den Autokrafter wollten wir noch machen. Und dazu brauche ich noch, ach genau, Grün. Grün habe ich recht wenig da. Kakteen sind auch keine in der Nähe. So, machen wir hier mal Bauernmehl draus, bitte. Aber wir haben ja hier so grüne Dinger und da zeige ich euch jetzt einen Trick, wie wir denn zumindest mal unsere Pflanzen hier vermehren können. Dazu brauche ich dann auch noch meine Schere und ich brauche das Bauernmehl. Sonst dauert es ja alles noch viel zu lang hier. Oh nice, da ist ja Knochen drin, ist ja lustig. Okay, so, das reicht erstmal. Also der macht hier aus einem Knochen 6 Bauernmehl, wenn wir das Ding da durchschmeißen mit dem Flint. Das ist richtig, richtig nett. Weil normalerweise, glaube ich, kommt aus einem Knochen nur irgendwie 2 raus oder so, oder 3. Schauen wir mal, ups, Bone. Aus einem Knochen 3, genau, und die Segmill verdoppelt das halt mal. Das ist doch schon mal ganz nice. So, mach hier mal weiter. Ich glaube, ich brauche die noch. Ach, kriegen wir wieder hin. Ich kann diese Petals hier zup, 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 zup einpflanzen. Ne? Sieht man hier, dann können wir warten, bis sie von alleine wachsen. Oder wir lassen sie mal wachsen, indem wir sie düngen. Und dann gibt es hier diese Tall Flowers von Botania. Und die muss man jetzt mit einer Schere abschneiden. Weil sonst verliert man die komplett. Ich habe gerade gedacht, ich habe einen Creeper gehört. Ah! Also. Ach, ich hatte ja nur 4 genommen, oder? Genau. So, dann haben wir hier nämlich schon mal ein paar mehr. Das machen wir jetzt nochmal. Dann haben wir schon mal ein bisschen Grün. Und die lassen sich halt echt nur mit der Dings abschneiden, ne? Also mit der. Mit der Schere, weil sonst gehen sie kaputt. So, ich brauche davon 6 Stück. Ah, toll. So 3, 4, 5, 6 Stück brauche ich da nur. Da muss ich dann auch mal was machen, dass ich hier mich ein bisschen besser auskenne. Ich könnte hier die Dinger noch so weit wie möglich reintun. Dann müssen wir uns einen Petal Dingenskirchen basteln. Wie kriege ich jetzt das grüne Zeug wieder zusammen? Das nehmen wir mal wieder den schnell Autokrafter, also Crafting Station heißt es ja. Ach, ich brauche ja noch so einen brauche ich. Ah, da brauche ich noch eine Bowl, alles klar. Hammer. Weil wir können nämlich aus diesen Dingern hier so grünes Pulver machen und das grüne Pulver gilt in diesen Modpacks so gut wie jegliches andere Grün auch. Also haben wir hier unser Grün beieinander. 1,
Gold Nugget fiel mir auch wieder. Gold Ingot raus. So, dann kommt du mit die drei gleich da unten hin. Und die drei Redstone oben. Und die drei hier noch. Und wir haben die zwei. So, jetzt haben wir hier die Crafting Station. Und den haben wir alles da, was wir brauchen. Vorbereitung ist das halbe Leben. Ja, es fehlt noch ein bisschen was, das kommt aber ist gleich. So, ich wollte es hier hinbauen, ne? Toll. Ah, diese Creeper, die sind so nervig. Ja, mal ein bisschen auffüllen hier. Ein bisschen Platz brauche ich selber auch drunter, dass ich mich bewegen kann. Das schauen wir nur mal. Das ist jetzt genau eins. Ach, ich hält. Machen wir es so. So ist es nämlich, glaube ich, ganz gut. Wir können uns ja bei den Creeper mal bedanken. Die haben uns hier zumindest mal geholfen, dass wir hier nicht alles ausheben müssen. Vielen Dank, Creeper. Ja, ich brauche hier ein bisschen Platz zum Arbeiten drunter. Warum, werdet ihr gleich sehen. So, hier soll unsere Baumfarm her. Ja, mal schauen, ob sie wirklich so sein soll. Hops. Die ist eine 7 auf 7. Nee, das ist eigentlich alles zu nah dran noch hier. Ich will es ja nicht ganz so nah bei mir dort haben. Ja, ich bereite das jetzt mal kurz ein bisschen vor. Und wenn es wieder interessant wird, hier Löcher buddeln oder zumachen, ist es nicht so interessant. Dann hole ich euch wieder dazu, weil wir wollen die Folgen ja nicht künstlich verlängern. Also, bis gleich. So, das Loch haben wir soweit fertig. Jetzt brauche ich noch ein paar andere Dinge. Drum, die habe ich noch nie gebaut mit euch. Deswegen möchte ich euch das auch mal zeigen. Ich brauche jetzt aus dem Mod Storage Drawer so ein paar Storage Drawer. Das heißt, ich brauche das, weil ich... ich brauche noch ein paar mehr Kisten. Das machen wir jetzt mal mit der Hand wieder. Ah, super. All die, weil ich nämlich ja da hinten ja diese Farm aufbaue, also diese automatische Farm, und dann müssen wir ein paar Sachen auch irgendwie speichern können, und deswegen hier die Storage Drawers. Also das ist schon irgendwie, dass das aus der Eisenkiste nicht immer sauber rauskommt, schon sehr merkwürdig. Egal, machen wir so. Okay, was ich auch noch brauche, ist so ein Drawer-Controller. Oh, der ist wieder ganz schön teuer, Stones. Eins, und ich brauche noch so ein Drawer-Teil, und ich brauche die Redstone Comparators. Dazu brauche ich auch noch Sticks, ehrlich, jetzt hör aber auf. Sticks, haben wir keine Sticks mehr. Immer mal wieder ein paar. Ja, und ich kann es mir wieder nicht merken, wie immer. 1, 2, 3, 6 Stück brauche ich von den Redstone-Fackeln. 6 Stück. So. Easy peasy. Easy peasy. Dann haben wir einmal. Warum macht der eigentlich das Rezept? Ich brauche noch so einen, genau. Hops. Und noch einen. Und dann brauchen wir Stones. Stones, Stone, 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 da müsste der theoretisch auch gelten. Schauen wir mal gleich. Nein, der will echte Stones haben. Oh, guck an, guck an. Ah, der lässt sich nicht bescheißen, das ist aber kein Thema. Nehmen wir mal einen halben Stack Stones und kochen die halt mal kurz. In der Zwischenzeit, was brauche ich denn noch für das Ding? Ich brauche nochmal so einen Drawer. Dazu fehlt mir schon wieder die Kiste. Hops. Ach komm, das ist doch wurscht, welches Holz. Ah, das kann er nicht. Wieso kann er sowas nicht? Nervig. Rein da. So, und das wird dann umrundet mit solchen Dingern? Nee, Quatsch. So. Okay, einmal das. Ach ja, die Steine noch. Okay, die Steine hier, Steine. Alles da, was wir brauchen. Aber jetzt bitte, hopp. Einen Controller. Der Controller hat
eine ganz tolle Eigenschaft, das zeige ich euch dann gleich, wenn wir da draußen sind und ja, die Sonne ist weit genug untergegangen, dass wir mal schnell schlafen können. Nicht, dass uns die Monster wieder fressen. Kein Bock auf Monster fressen. Ich könnte auch gleich ein paar Setzlinge mitnehmen. 14 Stück sollte das bereichen. So, hier, ich habe hier mal mit den Fackeln abgegrenzt, wie groß das Ding wird. Nach hinten hatte ich keine mehr, deswegen steht das gerade keine. Also es ist 7 auf 7 mit dem Ding in der Mitte, also jeweils 3 raus und so. Damit ich ungefähr sehe, wo steht und dass ich da auch noch gut vorbeikomme. Das passt hier wunderbar. So, dann nehmen wir als erstes mal hier sein Item-Conduit. Zop. Ich habe nicht so viel davon, ne? Da muss ich aufpassen. Und nachdem wir hier auch Strom brauchen, tun wir gleich noch so einen Strom dazu. Holla. Na, wo habe ich denn jetzt die alle hin? Ich habe doch eine Jeta-Rensch, ne? Also schon langsam will ich hier wieder... Ja, ich bin verwirrt. Nein, das ist nichts Neues, ich weiß. Die Jeta-Rensch. Mit der kann man nämlich dann... Dachte ich. Upsi. Nee. Nanu. Da konnte ich doch... Ach, jetzt, genau. Ja, alles klar. Ich hab's wieder. So, dann bauen wir mal das dahin. Und dann das hier dazu. Jetzt sehe ich es auch besser. Komischerweise habe ich es vorher nicht gesehen, weil ich es nämlich irgendwo anders hingebaut habe. So, das Item-Conduit, das transportiert Items. Und zwar gehen wir es da mal mit der leeren Hand hin besser. Der Jeta-Rensch. Ah, okay. Jeta-Rensch, links, Klick. So, der soll hier in... In-Out machen. Der kriegt von mir nämlich auf grün ein paar Sachen rein und kriegt auf braun, nimmt er Holz und andere Sachen raus und soll immer rausnehmen. Genau. Genau so müsste das passen. Und dann können wir hier noch schauen, der ist, ja, der kann eigentlich reingehen, das ist der Strom hier, der ist Strom, der ist Item und der soll auch immer aktiv sein, damit wir hier Strom kriegen. So, Strom, jetzt nehmen wir den, wie machen wir es denn jetzt am dümmsten? Jetzt stellen wir hier die Crafting Station hin und da den Stirling Generator. Ich hoffe, ich kriege das auf die Reihe, aber werden wir sehen. So, du kannst es irgendwie auch manuell. Ich muss es kurz nachlesen. Ich brauche keinen Prozessor. Ich hoffe, das geht auch so. Werden wir sehen. Ich werde jetzt hier... Ich brauche noch Holz. Habe ich noch normales Holz? Nein! Doch, hier. Wir bauen ja Oakwood an, also Oakpflanzen. Uah, Mann. So, wenn ich jetzt hier das da rein tue, passiert nichts. Hä? Ich glaube, das muss ich nochmal kurz nachgucken, wie das geht. Jetzt bin ich hier gerade mal wieder überfragt. Kann ich hier was reinschreiben? Da kann ich was reinschreiben. Kann ich jetzt da? Keine Ahnung. Crafting Station. Ach, ich muss da noch einen Prozessor bauen. Ehrlich, das muss doch jetzt nicht sein. Ich dachte, ich könnte... das ist ja blöd. Noch der Crafting Station. Das ist schon vor mir. Hä? Ja, das wollte ich. Dann habe ich das falsche Ding gebaut. Okay, dann muss ich mich jetzt dann gleich nochmal schlau machen. Das Ding ist nicht das, was ich wollte. Hm. Blöd, blöd, blöd. Was wollte ich denn dann? Ich wollte irgendwas, was ein Autocrafting macht. Na genau, lasst uns noch mal schnell gemeinsam gucken. Craft. Craft, Craft, Craft. Vielleicht wollte ich eher den Crafter hier. Ja, ich glaube, ich wollte eher den Crafter hier. Ah, da braucht man Z-Logic-Controller.
Weil der Autokrafter ist es jetzt nicht. So wie ein Teil umsonst gebaut, der vielleicht nicht ganz umsonst. Kraftertier 3. Ach, den hätte ich gebraucht. Ich hätte den Krafter gebraucht. Ich Hirsch. Ah, warum baue ich mir das Teil hier eigentlich? Ach, ich bin doch so ein... Ja. Dich brauche ich nicht. Crafting Station weg. Ich brauche einen Crafter. Mein Gott. Und ich brauche noch mehr so Item-Conduits. Das sehe ich auch schon kommen. Also Crafter. Ich brauche so einen Crafter. Der kann 2 Rezepte. Ich brauche mindestens 3. Das heißt, ich mache den hier. Ach, den baut man aus dem raus. Okay, das ist ja easy. Das heißt, ich brauche nochmal sowas hier, weil ich den anderen gerade total verkackt habe. Ne? Ah, ärgerlich. 1, 2. Und rein damit. Achso, ja, 2 Crafting Tables. Noch einen. Tja, da habe ich alles schon gehabt und dann baue ich das falsche Teil. Ne? Ich bin ja manchmal echt so ein Hirsch. So, und wie mache ich jetzt hier einen Zweier draus? Ah, ich brauche nochmal 2 Crafting Tables, okay. Noch einen. Den wollte ich haben. Und dann nochmal 2 von euch. Warum hat es der vorher eigentlich... sehr merkwürdig. Ich verstehe es nicht. Okay, jetzt haben wir hier einen und der kann bis zu 4 Rezepte. Das reicht mir doch. So, hier rein. Crafting Station. Nein, nicht die Crafting Station. Die hätte ich gleich wegpacken sollen. Hier, Crafter. Der kann Rezepte machen. Genau, wir machen Oakwood. Wie mache ich denn das? Ich muss jetzt da oben rein tun, oder? Oakwood. Wie funktionierst denn du jetzt? Ja, braucht RF, das weiß ich. Ach, das kriege ich schon raus. Ich glaube, ich muss... Ich dachte, ich muss das Rezept hier reintun. Oder muss ich das da reintun? Oder hier? Nein, da kommt es dann... Sehr verwirrend, ne? Also ich bin gerade... was ist das da? Da muss ich nichts reintun. Brauchst du erst Power? Das kann natürlich auch sein. Hier nimm mal... Ach so. Nimm mal Strom, ist blöd. Ach, ich brauche da sowieso noch einen weiteren Ofen dann. Aber das machen wir gleich. Wo habe ich denn Kohle? Ich brauche ein bisschen... Gib du mir mal ein bisschen Kohle hier. Komm, halben Stack reicht. Dass der mal anläuft. So, kriegst es du hier? Ja, du kriegst. Vielleicht braucht der ja, um das zu machen, auch... Ich glaube, da muss ich echt nochmal nachgucken gehen, das weiß ich es. Ach, so macht man das, alles klar. Heieiei, okay, geschnallt. Also, so macht man das. Man tut hier draufklicken und dann macht man aus denen hier, was sind die Basic Drawers, das ist natürlich nichts. So, ich brauche mal schnell hier Holz, bitte, danke. So. Dann machen wir aus, jetzt lass doch mal die Basic Drawers in Ruhe. Da machen wir Sticks draus. Kann ich hier auch rausholen? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann mache ich... So, wenn ich jetzt das hier da rein tue, dann kriege ich hier schon mal Oakwood Blanks. Und die müssen dann da auch wieder rein. Und dann kriege ich hier Sticks draus. Cool. Und aus dem Sticks mache ich mir... Und jetzt brauche ich die Blanks hier. Einmal eine Axt. Und einmal eine Hoe. Nein, das war jetzt falsch. Ich hätte es da drauf drücken müssen. Genau, dann machen wir halt hier die Axt. Warum das Ganze? Das sehen wir dann auch gleich. Sag mal, bin ich jetzt... Könnten wir bitte mal
konzentriert arbeiten hier. Vielen Dank. So, wenn ich das da reinschmeiß, dann macht er hier Holz draus. Ach, ich brauche hier wieder einen, der das zurückführt. Kann ich ihm das nicht einstellen? Vico Output Buffer. Will stay internal. Result of crafting operation will go output buffer, but remain items like buckets. Okay. Okay, also all items and input slots are consumed. Ja. Das darf er. Und dann müsste ich ihm wohl sagen. Nein, ich will eigentlich. Alles, was da drinnen ist, soll er behalten. Also ich glaube, ich muss es auf intern machen, ne? So, mal hier die Sticks da rein. So viele Sticks. Und hier noch so ein paar. Dann. Schwierig. Also ich bin momentan mit dem Ding etwas überfordert, wie ihr merkt. Also ich spiele mich jetzt dann gleich dann nochmal rum, wie das genau funktioniert. Und zeige es euch dann, sobald ich weiß, wie wir das machen. So, wir bauen es hier erst einmal hin. Und ich will bei dem hier eigentlich Shift. Ich will hier einen Extrakt machen auf Braun. Immer aktiv. Und was extraktierst du mir jetzt? Nix momentan. Weil ich brauche hier eine Hau. Du kriegst doch noch gar keinen Strom hier, oder? Doch ein bisschen. Strom. Bitte raus hier. Also du kriegst Strom, ne? Du kriegst ein bisschen Strom. Und du kriegst gar nichts. Das ist gar nichts, ist arg wenig, aber wieso? Du arbeitest doch schon. Ich glaube, wir warten jetzt mal, bis der andere erstmal bis der hier mal voll ist. So, der verbraucht nämlich, ohne dass er was tut, das ist blöd, aber der tut gleich. So, ich nehme mal das da und das da, die Sticks kann ich wieder da oben reintun, das muss ich dann nochmal schauen, ich will eigentlich, Result of Crafting Operation, muss ich das so machen, nee, das ist für alle, das gilt es für alle, okay, was bist du eigentlich, keine Ahnung. Gut, also du hier kriegst jetzt erstmal von mir ein paar Setzlinge und zwar hier, hier und hier. Den sperr mal zu. Ich möchte nämlich an der Stelle was anderes pflanzen. Ich will, glaube ich, erstmal schlafen gehen. Ich will nämlich, dass der die Enderlilies versorgt. Aus dem einfachen Grund, weil ich die immer wieder vergesse und es ist der beste, einfachste Dings für Enderperlen hier momentan. Und der soll hier auch Enderlilies anpflanzen, beziehungsweise soll die dann versorgen. Hätte ich auch von oben machen können, davon abgesehen. So, sperren. Du hast noch keinen Strom, du kriegst jetzt hier mal die Hoe und die Axt. Und warum ich die aus Holz mache? Also das, der Plan ist eigentlich, er hier baut aus dem Holz, was der da oben abbaut. Baut er hier eben jedes Mal wieder so eine Axt und eine Hoe, also dieses Jäteteil, damit der hier arbeiten kann. Das Zeug verbraucht sich da drin relativ schnell, allerdings produzieren wir hier einen Haufen Holz und deswegen sollte das dann eigentlich richtig schön funktionieren. Und dann wollen wir ja, wo wollen wir denn das eigentlich haben? Ich muss mal schnell die Crafting Station aus dem Weg legen hier, die nervt mich gerade. So, und dann wollen wir hier, ich hätte eigentlich gerne hier dann meine Drawer, die das Zeug auffangen. So, so und so, tun wir den mal da oben drauf. Und hier tun wir
den Trauercontroller drunter. Das ist natürlich eine weite Strecke von hier. Deswegen werden wir die Teile jetzt nicht reichen. Das ist natürlich blöd, ne? Aber egal jetzt. 1, 2, 3, 4. Das reicht nicht. Ich muss bis dahin kommen. Das heißt, ich brauche nochmal so einen Schwung von denen. Blöd mal wieder. Also ich mache das mal jetzt. Gut, ich mache jetzt nochmal kurze Pause. Ich bereite das mal alles so weit vor, dass das läuft. Und dann zeige ich euch, wie es ausschaut, wenn es fertig ist und wie das dann läuft. Also das Prinzip ist ja klar und ich erkläre es dann nochmal genauer, wenn das alles richtig läuft. Genau. Also, bis gleich. So, ich glaube, so langsam habe ich es draußen. Es brauche ich aber noch ein paar Sachen. Ich wollte hier noch so ein Powered Furnace bauen, damit das Ding da draußen komplett in Betrieb ist. Da braucht man so Basic Coils, das habe ich schon mal vorbereitet, hier mit den Redstone Crystals. Das muss man dann einfach nur so ein Redstone vor den Reaktor-Rekonstruktor schmeißen, das haben wir schon mal gesehen. Und genauso hier Eisen für diese Steinchen vor den Dings und dann bauen wir hier mal so ein Powered Furnace. Weil da soll dann das Holz rein und zur Holzkohle verarbeitet werden und die Holzkohle soll dann da wieder rein. So. Du kriegst jetzt hier, so, das sollte dann funktionieren. Und zwar sagen wir hier bitte Insert. Auf grün, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich es richtig mache. Jetzt komme ich dann immer richtig hin, da langsam. So, du hier, nein. Du da, komm. Jetzt habe ich, nein, das ist der falsche. Wird echt schwierig hier. Item Conduit. So, dann probieren wir es halt mal so. Okay. Also wir extrahieren aus der Farming Station in Braun. Das heißt, wir inserten hier auf Braun. Und wir inserten hier auf Braun. Genau, der hier soll Quatsch, was mache ich denn? Der hier soll dann bitte von hier drüben pullen, reinziehen. Also was da fabriziert wird, wo immer das jetzt her hat. Okay, er hat es irgendwo Holz her. Er macht hier Holzkohle. Die Holzkohle soll der hier reinziehen. So, hier die Holzkohle, ne? Die der fabriziert. Und die Holzkohle wird aus dem Holz gemacht, die er hier oben für uns herstellt. Ich meine, das da oben habe ich jetzt wieder irgendwo drauf geklickt. Der oben, der arbeitet schon mal hier ein bisschen arg langsam, weil ihm hier die Power fehlt. Dummerweise. Und ich sage ihm, er darf dreimal Baum anpflanzen momentan. Und hier hinten erstmal nichts. Das sind die Enderlilies, die habe ich jetzt selber hingesetzt. Die soll er einfach nur ernten. Das heißt, wenn er ein bisschen mehr Power hätte, könnte er den hier abholzen. Kann er momentan noch nicht, weil uns die Power noch fehlt. Und genau, dann soll das Ganze hier später in die Storage Drawers rein. Ich hoffe, das funktioniert auch alles, was ich davor habe. Und das brauche ich noch einen Kapazitor, damit der Furnace besser läuft. Kapazitor. Ein Basic sollte reichen. Oder machen wir ein Double. Dann brauche ich zwei Basics dazu, ne? Machen wir noch ein Basic. Jetzt stecken wir erstmal ein Basic rein und gucken, was passiert. Wahrscheinlich werde ich ein Doppeln müssen. Im Basic passiert hier gar nichts, ne? Okay, ich muss Doppeldinger draus machen. Das machen wir noch schnell. Langsam. Das machen wir noch schnell. Was brauchen wir für den Double? Energetic Alloy. Und das haben wir gleich beieinander. Cluster und Redstone Gold. Zwei Stück davon. Glowstone haben wir doch auch noch irgendwo. Genau. Du bist auf Alloys Only, das passt. Zap, zap, zap. Schnell, mach, da hätten wir auch einen Double Layer drin, aber wir brauchen eh nur einen. Wir müssen jetzt sowieso mal alles upgraden hier. So, einmal. Und zweimal. Und dann kommt das Ganze ins Laufen. Und dann haben wir zumindest in der Folge die Baumfarm geschafft. Immerhin etwas. Das braucht manchmal ganz schön viel Zeit. Das ist verrückt.
Aber ich brauche noch Kaulpowder. Kaulpowder habe ich das auch schon wieder nimmer. Mhm. Kein Thema. Hier, Schnetzel mal. Und irgendwann haben wir das alles mal automatisiert. Dann drücken wir nur aufs Knöpfchen und sagen, ich brauche, und dann kommt es raus. Und das ist der Zeitpunkt, wo es dann richtig angenehm wird. So. Du hier, Double Layer. 133er Burn Rate, das wäre schon ganz praktisch. Wir haben überhaupt keinen Strom mehr. So, der brennt jetzt mit 40 AF. 40 AF braucht der da oben eigentlich, dass er arbeitet mindestens. Arbeiten tut hier noch nicht so richtig, ja. Hm. Ja, richtig mögen tut der noch nicht, habe ich so das Gefühl. Der bräuchte wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr. Und ich muss mal was essen zwischen rein. Ich glaube, wir müssen ihn noch ein bisschen unterstützen. Ich habe so das Gefühl. Wobei, er müsste eigentlich jetzt dann eigentlich doch schon langsam mal was tun. Wir könnten... Er weiß nicht. Also er hatte seine 40 AF eigentlich, die er bräuchte. Schwierig. Wirklich schwierig momentan gerade. So, der produziert, der... Ich habe das hier mal voll gemacht, damit der hier nicht mit Blödsinn voll läuft irgendwann. Das sollen ja eigentlich nur die... Das Holz von da oben rein, wenn es dann irgendwann mal kommt. Und es muss natürlich auch hier rein, wenn es dann irgendwann mal kommt. Ja, auf jeden Fall so sollte es laufen. Momentan läuft es nicht so richtig. Blöd, blöd, blöd. Ja, dann mache ich nochmal kurz einen Break, lasse das Ganze anlaufen und dann zeige ich euch, wie das Ganze eigentlich ausschauen sollte, wenn es mal richtig läuft. Also bis gleich. So, jetzt schon langsam ist das System am Laufen. Also wir kommen, also es kommen schon Setzlinge raus hier. Also Setzlinge, Holz noch nicht. Das liegt daran, ich habe jetzt mal den zweiten Ofen hier unten noch vom Haus drüben oder von der Hütte oder Erdloch, wie auch immer, geholt. Und damit der mir hier auch mit produziert, momentan laufen die beiden hier auf 40 RF pro Tick. Das heißt, ich habe hier diesen Doppelofen drinnen, der macht es schon langsam keine Holzkohle mehr, weil er jetzt mal voll ist. Das hat es auch ewig gebraucht, bis der mal durchgebrannt hat alles. Das hier oben läuft jetzt auch und jegliches Holz kommt zuerst hier rein, wird zur Holzkohle verarbeitet. Und die Überschüsse, die dann irgendwann auftauchen, kommen hier rein. Werden dann hier wieder zu Axt und Hoe gemacht, also momentan nur Axt, weil Hoe braucht man nicht. Und damit, wenn ich hier eine Axt rausnehme, wieder eine Axt rauskommt, ich habe hier einfach Remember the Current Items in the Internal and External Buffers gemacht. Das heißt, ich könnte jetzt die Cobblestones auch wieder raustun. Das heißt, überall, es darf nur noch das Zeug hier auftauchen, was da drin ist und sonst nichts. Auch wenn es leer wird. Das heißt, er macht hier nicht eine Hoe nach der anderen und stopft uns hier die Hoes voll, wenn er Platz dafür hat, sondern er macht immer zwei Äxte und zwei Hoes und das passt da eigentlich soweit ganz gut, da die sagen. So, er ist hier, also die sind jetzt gerade dabei, hier die Farming Station aufzufüllen, wie blöd, ne? Da passt natürlich ein Haufen Zeug rein. Ja, aber das System läuft jetzt, da bin ich ja schon mal ganz happy. Wir könnten natürlich es noch etwas pushen, indem wir, oh guck mal, gerade gewachsen, wie schön, indem wir hier nochmal ein paar Eichen abhauen und das da reinstopfen. Also früher oder später, wenn es jetzt immer ein bisschen mehr am Laufen ist. Ich könnte eigentlich... Ach, das könnte ich ja trotzdem schon machen. Kommt mal gerade so. Moment, habe ich denn... Ups, Birkensetzlinge? Nö, Oak. Ach, die könnte ich jetzt mal da draußen eigentlich alle reintun. Doch, hier habe ich eine Birke. Weil ich brauche Birkenholz auch zum Bauen später. Also machen wir mal eins. So, du hier. Wir tauschen dich mal aus hier. Du machst es dann Birken. Sobald hier die... Also das Feld wird ein Birkenfeld. Hier haben wir zweimal Eiche. Und dann sollte das eigentlich passen. Hoffe ich. Also irgendwo macht er dann Birke hin. Werden wir sehen. Genau. Sehr schön. Und ich habe hier Oak-Setzlinge ohne Ende. Und das ist das Tolle, warum ich den Controller hier habe. Einmal
Na? Ach, ich treffe den jetzt das. Nein. Ich habe doch hier den Trauercontroller, oder spinne ich jetzt? Ja. Kann ich die nur von einer Seite? Also normalerweise. Verstehe ich es jetzt nicht. Hätte der das eigentlich jetzt alles annehmen müssen? Die hängen doch alle an dem Controller dran, oder? Du sprichst doch schon. Ja. Sehr merkwürdig. Also normalerweise sollte der Controller das eigentlich können, wenn man hier doppelt klickt. Upsa. Wenn man ihn doppelt anklickt, dass er dann das Zeug in seine Drawer verteilt, die dranhängen. Warum das jetzt gerade nicht funktioniert hat, das ist mir jetzt egal. So. Er brutzelt wieder, weil hier einer Kohle gebraucht hat. Genau, hier. Dann fängt er wieder an zu brutzeln, aber der ist jetzt voll. Der ist voll, braucht nichts mehr. Die läuft voll, da passt 1 Million RF rein, das ist ein Haufen Zeug. 75.000 haben wir gerade mal, also bis das mal voll läuft, lasse ich jetzt die beiden Stirling-Generatoren hier laufen. Und später, wenn das System richtig eingependelt ist, dass die da oben auch mal voll ist, sollte eigentlich einer fast reichen, beziehungsweise wir geben ihm irgendwann so ein Double-Layer, so ein Kapazitor, ne? Den hier, den Octatic. Und dann haben wir, der sollte das Ganze dann vervierfachen, das heißt, wir sollten hier eigentlich, weiß nicht, mit 120 RF pro Tick oder so laufen. Ich müsste mal dann gucken, wie viel es dann wirklich werden. Auf jeden Fall wird uns da früher oder später auch ein Stirling-Generator reichen. Genau, aber momentan lassen wir es erstmal einpendeln, das System. Bis zur nächsten Folge ist es dann voll am Laufen. Und dann sollte das passen. Alles klar. Ja, dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen über einen Daumen, über ein Abo. Falls noch nicht passiert ist, ich lese auch gerne alle Kommentare. Und ansonsten, ja, hoffe ich, sehe ich dich dann bei der nächsten Folge wieder, wenn wir endlich anfangen, hier hinten den Berg noch weiter abzutragen und ein Haus zu bauen. Das ist so jetzt der Plan fürs nächste Mal. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao und Servus.